Ja, hallo meine lieben YouTuber und herzlich willkommen zum 9. Part von DayZ. Geil, schon der 9. Part? Ja, glaub schon. Ja, der 9. Sauber, wir haben jetzt 2 Folgen auf im Kasten. Ja. Sauber. Ui! Jetzt komm mal langsam wieder runter. Ich bin ja erst im ersten Haus jetzt raus. Ja, hier gibt's eh nichts scheint mehr so. Ui, da pass kommt auf, und jetzt Spiel. Eine Treppe weiter hoch liegt die M16 mit 10 Munitions. Scherz. Ey, hier wär's gar nicht mehr weiter hochgegangen. Oh, ich mit meiner Mo sehen, jawohl, jetzt bin ich der Sniper-Experte. Du auch noch! Klar! Ja, das behaupten sie alle und dann. Tja, hat nebengeschossen, ja. Okay, ich bin auf der Straße. Glaub ich dir nicht. Da steht dann auf der Straße rum! Komm jetzt. Warst du schon in dem Haus da? Ja, in dem habe ich ja nachgesehen. Und in dem hier? In dem rechts nicht. Oh, aber in dem, wo du gerade reinrennst, da war ich. In dem warst du? Ja. Junge, ich hab dich gefragt, ob du in den hier durch, geradeaus durch warst. Ach so, ja, in diesem Krankenhaus war ich auch. Junge, in dem hier, guck doch mal zu mir. Ja, wo bist du denn? Ah, da zu bist du. Zu dem, wo nein, ich jetzt drauf zeige. War ich noch nicht, in dem war ich noch nicht. Hoppla. Ja, dann lass uns da reingehen. Ja, bei mir bist du immer so komisch weggeglitscht. So, erstmal wieder Axt ausrüsten. Stehst grad bei mir in der Treppe. Ja, ich gehe hier jetzt in die ich durchsuche das Erdgeschoss. Ja, ich durchsuche die erste Etage. Jo. Ach, dann durchsuche ich die zweite Etage und du die dritte. Hier gibt's gar nichts. Ich sehe hier auch überhaupt nichts. Man kann froh sein, wenn man hier irgendetwas findet. Okay, hier ganz unten ist überhaupt nichts. Ich durchsuche dann erst die zweite Etage. Oh, ich dachte gerade, da wäre was zu essen. Hast du gerade geschossen? Ich habe nicht geschossen. Ist gerade irgendwas kaputt gegangen oder so? Ja, ich habe mit meiner Axt gegen die Wand geschlagen. Du durchsuchst gerade die zweite Etage? Ja, du die dritte dann. Ja, mache ich. Ey, ich will ein Bad nehmen. Hier liegen so schön viele Badewannen rum. Kennst du das bei... Du kennst doch das Spiel Dead Rising 4, ne? Nee. Das ist richtig geil, da gibt's dann immer so massenhaft Zombies. Also so eine ganze Stadt, da sind dann so tausende Zombies drin, du kannst ja dann immer alle umfahren, etc. Ich such so dann die nächste, die obere Etage hier. Oh, wer das Alter, hier... Alter, hab ich mich gerade erschreckt, du bist da in der Wand rumgeglitscht. Es sah aus, als ob jemand in der Toilette stand. Ich glaube, ich gehe wieder raus, hier ist nichts. Ja, okay, ich warte. Von hier oben hat man einen super Überblick. Wenn da irgendeiner rumsteht, kann ich ihn abknallen. Lass mal vielleicht eher die normalen Häuser. Ich weiß nicht, in den großen Hochhäusern hinten. Ich weiß nicht, meinst du, da ist was? Nee, in den Hochhäusern ist meistens nicht. Hast du ja, kennst du ja auch von Salza. Ja. Die haben da ja auch nichts gefunden. Die sind einfach nur Dekoration und Enttäuschung. Ich kann dir gerne nochmal die Mosin nehmen, damit jeder sieht, wie die aussieht. Nice eigentlich. Hier. Und Junge, wie ich hier die ganze Zeit runterlaufe. Ziemlich gut und ziemlich weit. Also was heißt weit, aber es geht. Junge. Junge, wir laufen zurück. Komm, lass hier auf die Hauptstraße gehen, dann weiter rennen. Jawohl, schön die Mo sehen und du mit der anderen. Aber hier auf der an der Seite, ne? Damit man dich nicht sofort auf der Hauptstraße sieht. Was ist da? Nichts. So, im Gras eher. Ich gehe dann da in dieses Villa-ähnliche Gebäude. Siehst du das? Ja. Da gehe ich dann jetzt rein. Ich gehe rechts in dieses farmartige Gebäude. Ok. Treffpunkt ist immer noch auf der Hauptstraße dann. Jo. Junge, ich bin gerade so begeistert, wie hier jetzt alles flüssig läuft. Das ist richtig nice. Normalerweise müsste das auch bei dir flüssig laufen, weil du nur Grafikkarte und alles ist gut genug. Ja, ja, aber das Problem war, wie es aussieht, dass ich jetzt hier mega viele Spiele auch immer noch installiert hatte, obwohl ich überhaupt nichts mit denen auch mache. Und die habe ich dann jetzt einfach deinstalliert. So dass letztendlich alles jetzt flüssig und sauber läuft. Was liegt denn hier? Spring Hunter Pants, die habe ich auch. Spring Hunter Pants, ist da mehr Platz drin, ne? Bei Spring Hunter Pants sind 6 Felder. Ich hab nur die Blue Jeans, da sind nur 4 Felder.
Ok, dann, in der Villa? Ja, in der Villa, in der, wo ich drin bin. Genau, hier neben, hinter dem Klavier. Oh, jawohl, sehr gut. Die sieht auch noch schick aus, deswegen sind diese Hunter-Pants immer gut, diese ganzen Hunter-Sachen. Gut, jetzt habe ich schon mal wieder zwei Slots mehr zur Verfügung. Black Benny Hat. Hier oben liegt noch eine Pipsi, die kannst du dir nehmen. Ich hab noch zu. Ja! Hier oben liegt eine Axt. Ich hab eine Axt für dich. Ja! Zauber! Und genau gegenüber von der ist auch noch die Pipsi. Ey, hier ist auch noch eine Pipsi hier unten. Nee, hier ist ein Notter-Cola. Nimm du dann die Pipsi. Nein, komm. Okay, mach ich. Komm dann eine Etage höher, da liegt dann die Axt rum. Genau links von der Treppe. Ich trinke jetzt einfach mal die Cola. Jo. Was haben wir hier? Sewing Kits. Hä, wo ist denn jetzt bitte mein Kitchen Knife? Ich hab das doch nicht weggelegt. Junge. Ja, ich hab eine Säge. Komm, Junge, wo ist jetzt hier das Kitchen Knife? Ey, ich hab gerade schon wieder einen Zombie gehört. Egal, ich gehe jetzt hoch und hol mir endlich mal meine Axt. Oh, jawoll. Jawoll. Jawoll, ja. Junge, der Typ ist so doof. Ich glaube, mein Inventar ist jetzt schon wieder fast ganz voll. Endlich, ich kann mich wieder wehren. Ja, Mann, auch jetzt im Nahkampf. Ja. Ich würde trotzdem mal gern wissen, wo mein Kitchen Knife jetzt hin ist. Egal. Ja, was? Das kann ich Dosen nicht öffnen. Du Schlaumeier. Hier oben sind auch noch andere Pants, ne? Ja, Junge, die hab ich da gerade hingelegt. Ich kann auch Dosen öffnen. Komischerweise. Ah, mein Kitchen Knife ist wieder da. Ah, oh. Ja, stimmt. Ich hab jetzt übrigens eine Säge, ne? Also, falls du irgendwann mal irgendwie gefesselt wurdest, kann ich aushelfen. Ich esse mal jetzt die Dose Spaghetti hier. Okay, ich gehe jetzt hier aus dem ersten Ausweil raus und gehe dann rechts jetzt gerade in das nächste. Marot. Wie du dann das übernächste? Ja. Junge, wie endgeil wir ausgestattet sind. Ich hab. Jetzt, weil wir gerade so endgeil ausgestattet sind, habe ich jetzt die ganze Zeit so ein Gefühl, dass wir gleich bald abgeknallt werden. Wo bist denn du jetzt überhaupt? In das nächste Haus, genau rechts daneben bin ich rein. Geh du in das übernächste. Naja, egal, ich geh einfach in irgendeins. Hey, toll, das ist wieder so ein Kackbuhnhaus hier. Ja, wow. Genau in dem bin ich. Ich hab dir doch gesagt, ich bin in dem nächsten. Aber das ist wieder so ein Kackbuhnhaus, wo nichts drin ist. Ich hab mich voll erschreckt. Mal hier reingehen. Hier liegt wieder ein Rucksack. Junge, wie unvorsichtig wir hier eigentlich also die ganze Zeit über sind. Weißt du noch, Saraza etc., die sich da immer geduckt hielten und dann durchgelaufen sind. Quatsch. So geduckt und wir laufen hier so die ganze Zeit so ganz voll und locker flockig und leicht hier durch. Er muss. Was ist denn das? Ah, das sind solche Stromleitungen. Nein. Junge, was braucht der sie immer so lange dafür? Wofür? Ich wollte meinen Backpack wechseln. Ich wollte jetzt lieber den grünen haben, weil der besser aussieht. Jetzt habe ich. Jetzt zeigt er mir an, dass in der Umgebung zwei Rucksäcke liegen. Jetzt habe ich Angst, dass ich weitergehe und dann ist der nachher weg. Ach, Kind. Was? Ey, Jungens. Naja, egal. Klar, jetzt habe ich auf einmal den Rucksack. Leck mich doch. Jetzt kann ich wieder reinrennen. So, Tür auf. Alter, ich hasse es bei diesen Toren. Kennst du doch, ne? Diese Gittertore. Ich hasse es, die aufzumachen. Da muss man sich irgendwie ganz speziell hinstellen, damit man die aufmachen kann. So, jetzt. Ach.
Junge, Hauptsache keine Tür hier geht auf. Verarschen. Ah, na bitte. War denn das jetzt so schwer? Wir treffen uns auf der Hauptstraße wieder, ne? Hier ist eine andere Sonnenbrille. Philipp. Ja. Auf der Hauptstraße, ne? Ja. Hier ist auch nichts drin. Ist hier noch irgendwas? Nee. Jawohl. Was? Ich habe eine gekochte Bohnendose gefunden. Da geht es in den Wald rein. Ja, sauber. Beziehungsweise kurz und knapp, ich habe was zu essen gefunden. Ich bin jetzt wieder auf der Hauptstraße. Okay. Komm mal raus, wir gucken, ob wir auf der gleichen Hauptstraße sind. Nö. Okay, warte, dann komme ich da hin. Auf jeden Fall auf der richtigen. Wieso, hast du mich gesehen? Ja, aber ich weiß, dass ich auf der richtigen bin. Ja, ja, bleib da mal jetzt mal kurz stehen. Dann müsste ich jetzt gleich auftauchen. Jo. Ah, ich sehe dich. Komm mal her. Mach ich. Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt gleich hier hoch. Warte mal kurz, ich muss gleich mal was essen. Ich hab wieder Hunger. Wir gehen jetzt gleich hier den Weg hoch, dann geht's Richtung Airfield. Also es ist noch lange hin bis zum Airfield, aber da geht's in die Richtung. Okay. Ich gehe währenddessen mal hier in diesen Bahnhof. So, das war definitiv ein Zombie gerade. Ich gehe auf jeden Fall mal hier in diesen Bahnhoftrakt hier rein. Jo. Also das muss ein Zombie gewesen sein. Da, jetzt kam der gerade schon wieder. Ja, ich hab's auch gehört. Ich sehe aber keinen. Ich auch nicht. Wahrscheinlich war es doch wieder du. Nein, nein, es war genau ein Zombie. Genau so hört sich ein Zombie an. Der macht ja keinen. Also hier steht ein Zombie bei mir, aber der bewegt sich nicht oder so. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Na komm, mein Großer! Tja, bist halt gekommen, Pech gehabt. Junge, wo ist jetzt wieder die scheiß Axt? Oh, da hinten steht auch ein Zombie. Ich lauf mal zu dem und halt ein kleines und nettes Pläuschen. Egal, ich glaube, ah ne, schade. Hey. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Mit dem Zombie. Hau den kaputt. Hey. Komm, versuch mich zu schlagen. Ja. Sauber! Ich sehe dann so, wie du den ausnockst von der Straße aus. Okay, ich schnapp mir erst den Zombie da. Ey, komm mal her! Junge, richtig so in den Hinterrücken. Oh, da stehen zwei. Wo bist du? Ich komm jetzt, ich bin links von dir. Ja, jetzt lass da mal hinlaufen, da ist noch eine Feuerwehrwache und alles, scheiße. Ja, da kommen jetzt zwei Zombies um die Ecke, pass auf, ne? Ja, da kommt der erste. Na komm her, meine Hübsche! Lust auf einen Dreier? Da ist die nächste. Ach, ist die nicht schön? Richtig sexy. Komm. Da hinten geht's. Jo, ich sehe die Feuerwache. Warte, ich leg meine Axt weg. Warte. So, ich komme jetzt. Hoffentlich finden wir wieder ein Magazin oder. Hier sind viele vielversprechende Häuser. Hier sind nämlich so große. Das ist scheinbar hier der Ortsinnenteil. Da hinten. Sauber. Da hinten hockt schon wieder ein Zombie. Ich geh mal in die Feuerwehr. Check du mal ab. Ciao, ciao. Nee. Okay. Scheiße, die Tür ist auf. Egal. Feuerlöscher. Hier liegt. Alter, hier liegen zwei Feuerwehräxte. Nice. Da ist gerade der. Das ist ein Walkie-Talkie. Jawohl, ein Fotoapparat. Und Munition für irgendwas. Fuck, ich kann ihn nicht mitnehmen. Guck nach, was das für Munition ist. Die Folge ist aber auch schon wieder zu Ende. Und da liegt ein First Aid Kit und nochmal Munition. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Leute.